Hallo wieder, liebe Twitch- und YouTube-Community. Ich bin's wieder, euer Malefra. Und, ich werde heute wieder ein kleines Let's Read machen vom nächsten Märchen. Und zwar von der guten, steht auch schon im Titel, Frau Holle. Ich warte jetzt noch ein bisschen, um zu gucken, ob doch noch zwei Leute vielleicht mit dazukommen, bei denen ich schon ein wenig Werbung gemacht habe für mich. Ja, das heißt, so lange sitze ich hier und ich kann ja einfach ein bisschen weiter erzählen und frohlocken und rumtandeladein. Also Frau Holle ist heute ein Wunsch von meiner allerliebsten Verlobten, hallo, der Jenny. Und ja, also Frau Holle ist eigentlich so ein Märchen, was halt die Moral zeigen will, dass man halt fleißig sein soll und arbeiten soll, und wenn nicht, bekommst du einen kochenden Kessel Pech über dein Gesicht, den du bis zum Ende deines Lebens ertragen musst. Ein super Märchen für Kinder. Ja, was gibt's da noch zu sagen? Also, falls ihr auf YouTube guckt oder hier auf Twitch guckt, könnt ihr ja schon mal in den Chat oder in die Kommentare schreiben, wohin auch immer, welches Märchen ihr vielleicht als nächstes hören wollt. Und, ich werde dann gucken, ob das hier mit drin ist oder ich das vielleicht extra mit raussuchen muss. Ich weiß ja nicht, was ihr für Märchen kennt. Und ja, also eigentlich ist der Stream ja auch erst für 15 Uhr angekündigt. Es ist jetzt 14.48 Uhr. 2 Minuten dauert es also noch. Mal kurz in den Chat gucken. Schnüffelnase, Entschuldigung. Dum, 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 dum. Also ich warte eigentlich noch auf den lieben Tomatentoaster. Der hatte sich nämlich angekündigt. Liebe Jenny, ich kann leider die Kamera nicht noch weiter weg machen, da hier zu wenig Platz ist. Und sonst bin ich nämlich zu weit weg vom Mikrofon und dann hört man mich nicht mehr so gut. Das ist doof. Deswegen muss ich mein Gesicht ein wenig dichter in die Kamera halten, aber das ist ja nichts Schlimmes, hoffe ich. Zwei Personen schauen zu. Wer könnte das sein? Einmal einen Chat schreiben, wer dazu guckt. Ah nee, das bin sicher ich selbst und Jimmy. Also ich warte hier, bis wenigstens noch eine Person mehr zukommt, also außer Jenny und mir. Mal gucken. Zuschauerliste, Moderatoren, ja, Jenny 305 und Melfra. Mann. Jetzt ist 15 Uhr. Jetzt hier Tomatentoaster. Ich warte auf dich. Auf dich. Oder vielleicht doch den Royal Funk. Wer weiß. Nein, das glaube ich eher weniger, dass der gute Max zu mir kommt. Max, wieso? Was passt schon? Ich sehe gerade meinen tollen Delay und es sind schon ein paar Sekündchen.
Vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik. Please hold the line. Aber ich will doch, dass jemand zuguckt. Ich will eigentlich nicht einfach so anfangen. Scheint keiner mit dazu zu kommen. Dann lege ich dann gleich mal jetzt los. Also dann mache ich noch kurze Pause, damit ich das leichter schneiden kann. Und dann muss es wohl so sein. Oder ich mache noch mal Twitter. Ein letzter kläglicher Versuch, dass vielleicht jemand noch zuguckt. Oh Gott, hier ist gerade eine Hornisse gegen das Fenster geflogen. So. Twitch vom Hashtag Märchen. Hashtag Frau. Hashtag Twitch. Ich Hashtag Luder. Schaut doch einfach mal rein. Tippe dann. So. Zack. Abmelden. Ja, ich mach doch schon, Jenny. Also. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule viel lieber, weil sie ihre echte Tochter war und die andere musste alle Arbeit tun und das Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste täglich bei einem Brunnen sitzen und dort so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig geworden war. Da bückte sich das Mädchen und wollte die Spule im Brunnen abwaschen. Sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Das Mädchen weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Die schalt es aber so heftig und war so böse, dass sie sprach: »Hast du die Spule herunterfallen lassen? So hol sie auch wieder herauf!« Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte.
Und seine Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es weiter und kam zu einem Backofen, der voller Brot war. Das Brot aber rief: »Ach, zieh mich raus! Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich! Ich bin schon längst ausgebacken!« Da trat das Mädchen hinzu und holte mit dem Brotschieber alles Brot heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum. Der hing voller Äpfel und rief hinzu: »Ach, schüttel mich! Ach, schüttel mich! Wir Äpfel sind alle miteinander reif!« Da schüttelte das Mädchen den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie herab. Und sie schüttelte so lange, bis kein Apfel mehr oben war. Als es alle auf einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus, aus dem eine alte Frau guckte. Weil sie aber so große Zähne hatte, bekam das Mädchen Angst und wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: »Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Haus ordentlich tun willst, so soll's dir gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst. Lass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle.« Weil die Alte ihm so gut zusprach, fasste sich das Mädchen ein Herz und trat in ihren Dienst. Es besorgte auch alles zur Zufriedenheit der Frau Holle und schüttete ihr das Bett immer so gewaltig auf, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr, kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war das Mädchen eine Zeit lang bei der Frau Holle, da wurde es traurig und wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh war. Obwohl es ihm hier doch 4000 Mal besser ging, so hätte es doch Verlangen nach zu Hause. Da sagte es zu Frau Holle: »Ich habe Heimweh gekriegt, und wenn es mir hier unten auch noch so gut geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu den Meinigen.« Die Frau Holle sagte: »Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, will ich dich selbst wieder hinaufbringen.« Sie nahm das Mädchen bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ging auf, und als das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen herab, und alles Gold blieb an ihm hängen, so daß es über und über davon bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist«, sprach Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die in den Brunnen gefallen war. Darauf wurde das Tor verschlossen und das Mädchen befand sich wieder oben auf der Welt, nicht weit von dem Haus seiner Mutter. Und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: »Kikeriki, Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier!« Das Mädchen ging hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, wurde es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen hässlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen, und damit ihre Spule blutig wurde, stach sie sich in den Finger und stieß die Hand in eine Dornenhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam wie die andere auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfad weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder: »Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken.« Die Faule aber antwortete: »Ich habe keine Lust, mich schmutzig zu machen«, und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief: »Ach, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif!« Sie antwortete aber: »Du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen!« Und dann ging sie weiter. Als sie vor Frau Holles Haus stand, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte. Sie trat auch gleich zu ihrem Dienst an. Am ersten Tag nahm sie sich sehr zusammen, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte sie morgen gar nicht aufstehen.
Sie machte auch der Frau Hölle das Bett nicht, wie sie's gehörte, und schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Darüber ärgerte sich Frau Hölle, und sie schickte das Mädchen wieder fort. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte nun, würde den Goldregen bekommen. Die Frau Hölle führte sie auch zu dem Tor, als sie aber darunter stand, wurde statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. »Das ist die Belohnung für deine Dienste«, sagte Frau Hölle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen rief, als er sie sah, »Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier!« Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Das war das kleine, schöne Märchen von Frau Hölle. Und, ja, das hat jetzt nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Okay, dann werde ich jetzt Folgendes machen. Und zwar mache ich einmal so. Frau Hölle wird umgeändert zu... Hoch. Caps Lock. Zack. Okay. Dann. Tada! Und zwar folgt jetzt noch ganz kurz das Märchen von Hänsel und Gretel. Da mein Open Broadcaster ja jetzt funktioniert, kommt jetzt halt der vierte und hoffentlich letzte Versuch davon, Hänsel und Gretel als Let's Read vorzulesen. Gut, also dann lege ich jetzt gleich mal los. Ja, das dauert sicher auch nicht so lange, aber so. Okay. Hänsel und Gretel. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Der Junge hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er war so arm, dass er nicht das tägliche Brot für sie beschaffen konnte. Wie er sich nun abends im Bett Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau: »Was soll aus uns werden? Wie können wir die armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben?« »Weißt du was, Mann?« antwortete die Frau. »Wir wollen morgen die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dichtesten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein Stückchen Brot. Dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Haus und wir sind sie los.« »Nein, Frau«, sagte der Mann, »das tue ich nicht. Wie sollte ich's übers Herz bringen, meine Kinder im Wald alleine zu lassen? Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen.« »Oh, du Narr«, sagte sie, »dann müssen wir alle vier Hungers sterben. Du kannst nur die Bretter für die Särge hobeln.« Und sie ließ ihm keine Ruhe, bis er einwilligte. »Aber die armen Kinder dauern mich doch«, sagte der Mann. Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten gehört, was die Stiefmutter zum Vater gesagt hatte. Gretel weinte bittere Tränen und sprach zu Hänsel: »Nun ist's um uns geschehen.« »Still, Gretel«, sprach Hänsel, »gräme dich nicht, ich will uns schon helfen.« Als die Alten eingeschlafen waren, stand er auf, zog seine Jacke an, machte die Tür auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz hell und die weißen Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten wie lauter Silber. Hänsel bückte sich und steckte so viele in seine Rocktasche, wie nur hineinpassten. Dann ging er wieder zurück, sprach zu Gretel: »Sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein. Gott wird uns nicht verlassen«, und legte sich wieder in sein Bett. Als der nächste Tag anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Frau und weckte die beiden Kinder: »Steht auf, ihr Faulenzer! Wir wollen in den Wald gehen und Holz holen!« Dann gab sie jedem ein Stückchen Brot und sprach: »Da habt ihr etwas für den Mittag, aber esst nicht vorher auf, ihr weiter kriegt ihr nichts. Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg in den Wald.
Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück und tat das wieder und immer wieder. Der Vater sprach: »Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück? Hab Acht und vergiss deine Beine nicht!« »Ach, Vater«, sagte Hänsel, »ich sehe nach meinem weißen Kätzchen. Das sitzt dort oben auf dem Dach und will mir Ade sagen.« Die Frau sprach: »Na, das ist dein Kätzchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint.« Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater: »Nun sammelt Holz, ihr Kinder. Ich will euch ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert.« Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen einen kleinen Berg hoch. Das Reisig wurde angezündet, und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die Frau: »Nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus. Wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.« Hänsel und Gretel saßen am Feuer, und als der Mittag kam, aß jedes sein Stückchen Brot. Weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, glaubten sie, ihr Vater wäre in der Nähe. Es war aber nicht die Axt. Es war ein Ast, den er an einen dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Und als sie so lange gesessen hatten, fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es schon finstere Nacht. Gretel fing an zu weinen und sprach: »Wie sollen wir nun aus dem Wald kommen?« Hänsel aber tröstete sie: »Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist, dann wollen wir den Weg schon finden.« Und als der volle Mond aufgestiegen war, nahm Hänsel sein Schwesterchen an der Hand und ging den Kieselsteinen nach, die wie Silber schimmerten und ihnen den Weg zeigten. Sie gingen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechendem Tag wieder zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die Tür, und als die Frau aufmachte und sah, dass es Hänsel und Gretel waren, sprach sie: »Ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Wald geschlafen? Wir haben geglaubt, ihr wolltet gar nicht wiederkommen.« Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen, dass er sie so allein zurückgelassen hatte. Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken, und die Kinder hörten, wie die Mutter nachts im Bett zu dem Vater sprach: »Alles ist wieder aufgegessen. Wir haben noch einen halben Laib Brot, mehr nicht. Die Kinder müssen fort. Wir wollen sie tiefer in den Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder herausfinden. Es gibt sonst keine Rettung für uns.« Dem Mann wurde das Herz schwer, und er dachte, es wäre besser, dass du den letzten Bissen mit deinen Kindern teiltest. Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so musste er es auch nun zum zweiten Mal. Und die Kinder waren aber noch wach und hatten das Gespräch mit angehört. Als die Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und Kieselsteine auflesen wie das vorige Mal. Aber die Frau hatte die Tür verschlossen und er konnte nicht hinaus. Aber Hänsel tröstete sein Schwesterchen und sprach: »Weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig. Der liebe Gott wird uns schon helfen.« Am frühen Morgen kam die Alte und holte die Kinder aus dem Bett. Sie erhielten ihre Stückchen Brot, das war aber noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Weg zum Wald zerbröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröckchen auf die Erde. »Hänsel, was stehst du da und guckst dich um?« sagte der Vater. »Geh deiner Wege.« »Ich sehe nach meinem Täubchen. Das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen,« antwortete Hänsel. »Na«, sagte die Frau, »das ist nicht ein Täubchen. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint.« Hänsel aber warf nach und nach alle Bröckchen auf dem Weg. Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie noch nie gewesen waren. Da zündete sie wieder ein großes Feuer an, und die Mutter sagte: »Bleibt nur da sitzen, Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein wenig schlafen. Wir gehen in den Wald und hauen Holz, und abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab.« Als es Mittag war, teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf dem Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie ein, und der Abend verging, aber niemand kam zu den armen Kindern. Sie erwachten erst in der finsteren Nacht, und Hänsel tröstete sein Schwesterchen und sagte: »Wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht, dann werden wir die Brotbröckchen sehen, die ich ausgestreut habe. Die zeigen uns den Weg nach Hause.« Als der Mond kam, machten sie sich auf, aber sie fanden kein Bröckchen mehr, denn die vielen Vögel, die im Wald und im Feld umherfliegen, hatten sie weggepickt.
Hänsel sagte zu Gretel, »Wir werden den Weg schon finden.« Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und einen Tag von Morgen bis Abend. Aber sie kamen aus dem Wald nicht heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts als ein paar Beeren, die auf der Erde wuchsen. Und weil sie so müde waren, dass die Beine sie nicht mehr tragen wollten, legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein. Nun war es schon der dritte Morgen, dass sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie fingen wieder an zu gehen, aber sie gerieten immer tiefer in den Wald. Und wenn nicht bald Hilfe kam, so mussten sie verhungern. Als es Mittag war, sahen sie ein schönes, schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen. Das sang so schön, dass sie stehen blieben und ihm zuhörten. Und als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her, und sie gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen kamen, auf dessen Dach es sich setzte. Als sie ganz nah herankamen, sahen sie, dass das Häuschen aus Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt, aber die Fenster waren von hellem Zucker. »Da wollen wir uns dran machen«, sprach Hänsel, »und eine gesegnete Mahlzeit ein. Ich will ein Stück vom Dach essen, Gretel. Du kannst vom Fenster essen, das schmeckt süß.« Hänsel reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmeckte, und Gretel stellte sich an die Scheiben und knusperte daran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus, »Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?« Die Kinder antworteten, der Wind, das himmlische Kind«, und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon heraus, setzte sich nieder und ließ es sich gut schmecken. Und Gretel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus und setzte sich nieder und aß sie. Da ging auf einmal die Tür auf und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. Hänsel und Gretel erschraken so sehr, dass sie fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopf und sprach, »Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid.« Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da wurde gutes Essen aufgetragen, Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse. Danach wurden zwei schöne Bettlein weiß gedeckt, und Hänsel und Gretel legten sich hinein und meinten, sie wären im Himmel. Die Alte hatte sich aber nur so freundlich gestellt. Sie war eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte, und sie hatte das Brothäuschen bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn ein Kind in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es. Und das war ihr ein Festtag. Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung wie Tiere und merken, wenn Menschen herankommen. Als Hänsel und Gretel in ihre Nähe kamen, da lachte sie boshaft und sprach höhnisch, »Die habe ich, die sollen mir nicht wieder entwischen.« Früh morgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf, und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen roten Backen, so murmelte sie vor sich, »Das wird ein guter Bissen werden.« Da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn ein. Hänsel mochte schreien, wie er wollte, es half ihm nichts. Dann ging sie zur Gretel, rüttelte sie wach und rief, »Steh auf, Faulenzerin! Trag Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes. Der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen.« Gretel fing an, bitterlich zu weinen, aber es war alles vergeblich. Sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Nun wurde dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, aber Gretel bekam nichts als Abfälle. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief, »Hänsel, streck deinen Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist.« Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus, und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es wäre Hänsels Finger und wunderte sich, dass es gar nicht fett werden wollte. Als 4 Wochen herum waren und Hänsel immer mager blieb, da wurde sie ungeduldig, und sie wollte nicht länger warten. »Heda! Gretel!
rief sie dem Mädchen zu. »Sei flink und trag Wasser. Hinsel mag fett oder mager sein. Morgen will ich ihn schlachten und kochen.« Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen musste, und wie flossen ihm die Tränen die Backen herunter. »Lieber Gott, hilf uns doch«, rief sie aus, »hätten uns nur die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammengestorben.« »Spar nur dein Geplärre«, sagte die Alte, »es hilft dir alles nichts.« Frühmorgens musste Grete hinaus den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. »Erst wollen wir backen«, sagte die Alte. »Ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet.« Sie stieß die arme Grete hinaus zu dem Backofen, aus dem die Flammen schon herausschlugen. »Kriech hinein«, sagte die Hexe, »und sieh nach, ob gut eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschieben können.« Und wenn Grete drin war, wollte sie den Ofen zumachen und Grete sollte darin braten. Und dann wollte die Hexe sie auch aufessen. Aber Grete merkte, was sie im Sinn hatte und sprach, »Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wie komme ich da hinein?« »Dumme Gans«, sagte die Alte, »die Öffnung ist groß genug. Das siehst du wohl. Ich könnte selbst hinein.« Sie krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab Grete ihr einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu, schob den Riegel vor. Huh! Da fing sie an zu heulen, ganz grauselig, aber Grete lief fort und die gottlose Hexe musste elendiglich verbrennen. Grete aber lief schnurstracks zu Hänsel, öffnete seinen Stall und rief, »Hänsel, wir sind erlöst! Die alte Hexe ist tot!« Da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Tür aufgemacht wird. Wir haben sie sich gefreut, sind sich um den Hals gefallen, sind herumgesprungen und haben sich geküsst. Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, gingen sie in das Haus der Hexe hinein. Da standen in allen Ecken Kästen mit Perlen und Edelsteinen. »Die sind noch besser als Kieselsteine«, sagte Hänsel und steckte in seine Taschen, was nur hineinpasste. Und Grete sagte, »Ich will auch etwas mit nach Hause bringen« und füllte sich die Schürze voll. »Aber jetzt wollen wir fort«, sagte Hänsel, »damit wir aus dem Hexenwald herauskommen.« Als sie ein paar Stunden gegangen waren, gelangten sie an ein großes Wasser. »Wir können nicht hinüber«, sprach Hänsel, »ich sehe keinen Steg und keine Brücke.« »Hier fährt doch kein Schiff«, antwortete Grete, »aber da schwimmt eine weiße Ente. Wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber.« Da riefen sie, »Entchen, Entchen, da steht Grete und Hänsel, keinen Steg und keine Brücke, nimm uns auf deinen weißen Rücken.« Das Entchen kam auch heran, und Hänsel setzte sich auf und bat sein Schwesterchen, sich zu ihm zu setzen. »Nein«, antwortete Grete, »es wird dem Entchen zu schwer, es soll uns nacheinander hinübertragen.« Das tat das gute Tier, und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen fortging, da kam ihnen der Wald immer bekannter vor, und endlich erblickten sie vom Weiten ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen und stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seitdem er die Kinder im Wald gelassen hatte. Die Frau aber war gestorben. Grete schüttete ihre Schürze aus, dass die Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende, und sie lebten in lauter Freude zusammen. Mein Märchen ist aus. Dort läuft eine Maus, und wer sie fängt, darf sich eine große, große Pelzkappe draus machen. Ja, das waren jetzt zwei wunderschöne Märchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht. Oder auch nicht. Wer weiß. Und vielleicht schaltet ihr dann ja auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Märchentime. Yay! Und dann, ja, 15.30 Uhr, gute Zeit. Dann würde ich mal sagen, einen wunderschönen Tag noch. Oh, hallo Tomatentoaster. Wuhu. Und, ach, ich bleib noch so ein bisschen hier. Das ist gerade so eine schöne Runde. So, schreib ich die mal. Ja.
Kannst ja mal sagen, du bist jetzt, glaube ich, mit der einzige Zuschauer, der hier so ist. Wie hat's dir denn so gefallen? Ja, ich warte jetzt mal ein bisschen. Ich muss natürlich den Delay mit beachten. Na. Also Jenny, das ist ja klar, dass es dir gefallen hat. Muss es dir auch, sonst hier, weiß Bescheid, ne? Ich hatte den Anfang ein wenig verpasst, aber sonst gut. Yay! Schön. Naja, bevor ich jetzt noch viel weiter schneiden muss, wir können ja noch weiter im Chat schreiben. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, euer Malefra.